Einen schönen guten Morgen, Birgit. Setti, hallihallo. So. Können wir bitte darüber reden, wie hübsch du bist? Oh, Celine, das ist sehr, sehr lieb. Dankeschön. Ja, gut, jetzt sind wir auch schon über 100. Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich wollte mal eben kurz wieder reinschauen. Wir haben heute Morgen eine Dauerwelle wieder da. Es waren sogar eigentlich zwei. Allerdings ist die eine ja, mehr oder weniger etwas trauriger nach Hause gegangen, denn sie hat leider keine Welle bekommen. Setti, vielen, vielen Dank für das coole Geschenk da gerade. ja, bei ihr ihre Haare waren einfach schon zu stark blondiert und so weiter, weshalb sie jetzt keine bekommen hat. Aber wir haben trotzdem noch eine da. Und ich würde sagen, da schauen wir auch gleich mal vorbei. Wie man sehen kann, schon fleißig dabei, die Mädels. Schon fast fertig. Ja, wenn ihr also Fragen zum Thema habt oder so, stellt sie mir gerne. Alles gut bei dir? Bei mir ist alles super, vielen Dank. Ich hoffe, bei euch auch. Du bist so hübsch, vielen, vielen Dank. Diego, einen wunderschönen guten Morgen auch an dich. Gabriela, vielen, vielen Dank auch an dich. Einen schönen, schönen guten Morgen. Ja, ich hoffe, euch geht's auch natürlich allen gut. Heute an diesem Donnerstagvormittag. Wie lange dauert das, bis ihr die ganzen Teile in die Haare gemacht habt? Ja, also wie man sehen kann, es ist jetzt fast fertig. Um 9 Uhr ist die Kundin gekommen und es wurde zuerst geschnitten. Ich schätze also, ja, seit einer guten Stunde wird jetzt gewickelt. Die Mädels waren allerdings vorhin zu viert. Und genau, deswegen. Mittlerweile sind wir auch einfach sowas von schnell geworden, Leute. Ich schockiere mich immer wieder, oder ich bin immer wieder selbst schockiert, wie schnell das eigentlich alles hier immer geht. Hoffe, die ist gleich warm. Ja, ich habe total kalte Hände, aber schon den ganzen Morgen, ich weiß nicht warum. Du solltest im Fernsehen arbeiten als Top-Moderatorin. Diego. Ja, wer weiß du? Wer weiß? Vielleicht sieht man mich ja irgendwann im Fernsehen, ne? Aber bin auch froh, dass du hier bist. Das ist lieb. Vielen Dank. Guten Morgen wieder aus Kempen. Liebe Grüße an euch. Eure gute Laune ist Herzenswärme. Liebe Grüße, Manu. Liebe, liebe Manu, vielen, vielen Dank für die liebe Nachricht. Das freut mich sehr, dass es dir hier gefällt bei uns. Vielen Dank. Gibt es auch die Möglichkeit, das Ganze auch bei Kleinkindern zu machen, 9 Jahre? Jessica, nein, leider nicht. Also die Dauerwelle ist ab 16 Jahre. Das ist vom Gesetzgeber so vorgeschrieben. Also das haben nicht wir entschieden. Wo ist der Unterschied zwischen Spiral- oder normaler Dauerwelle? Ja, also die Spiraldauerwelle, wie man sehen kann, sind super, super, super viele Wickler, die ja, spiralförmig aufgewickelt werden. Bei einer Naturwelle wird genau geschaut, in welche Richtung wachsen die Haare aus dem Kopf heraus. Und demnach werden dann die Wickel quasi so quer auf den Kopf gelegt. Genau, ich hoffe, man konnte verstehen, was ich meine. Liebe Grüße aus Polen. Ganz, ganz liebe Grüße zurück nach Polen. Guten Morgen und aus dem schönen, guten Morgen aus dem schönen Schwarzwald. Bibi, ganz, ganz liebe Grüße auch an dich. Kann man auch bei grauen Haaren eine Dauerwelle machen? Monika, absolut. Haben wir auch sehr, sehr oft. Super, super schön. Funktioniert wunderbar. Haben wir sogar auch auf Instagram viele Fotos dazu. Wie viel kostet sowas? Ja, also die Spiraldauerwelle geht bei 240 Euro los. Heißt, reguläre Länge und Menge der Haare sind 240 Euro. Und wenn du jetzt irgendwie extrem lange oder extrem viele Haare hast und wir einfach mehr Produkt benötigen, dann kommt ein Aufschlag dazu von 38 Euro. Sind die Wickler also anders? Nein, die Wickler sind die gleichen. Also man benutzt die gleichen Wickler bei der Natur wie auch bei der Spiralwelle, bloß wie gewickelt wird. Die Technik quasi ist anders. Schönen guten Morgen, Sarah. Ihr Lieben, wer ist denn heute zum allerersten Mal dabei? Schreibt mal kurz rein.
Ich hatte auch schon mal eine und war 3 Tage dann wieder raus. Warum passiert das? Chrissy, das ist eine gute Frage. Ja, wie soll ich sagen? Bei der Dauerwelle ist es einfach so, es gibt viele, viele Punkte, die passen müssen, damit eine Dauerwelle erfolgreich wird, sage ich mal. Heißt, welche Wickler werden hergenommen, welche Einwirkzeit, welche Flüssigkeiten und so weiter, welche Abteilung, welcher Schnitt. Ganz, ganz viele Punkte, die stimmen müssen, damit am Ende das richtige Ergebnis dabei rauskommt. Wenn eine Sache davon nicht stimmt, kann es schon sein, dass die Dauerwelle nichts wird oder eben nicht hält. Deswegen, ja, kann an vielem liegen, sage ich mal. Wo sind Sie in Deutschland? Wir sind in Weilheim in Oberbayern, südlich von München ist das. Und die Bibi ist zum ersten Mal dabei, sehe ich gerade. Ganz herzlichen Dank für die Info, nicht dafür. Ich, noch jemand. Genie, vielen, vielen Dank fürs Teilen vom Live, sehe ich gerade. Payman ist, glaube ich, auch zum ersten Mal dabei. Die Nathalie schreibt einen schönen guten Morgen aus Bamberg. Nathalie, einen wunderschönen guten Morgen zurück. Wie kann ich einen Termin bekommen? Am besten wirklich anrufen. Kurz anrufen bei uns, dann finden wir zusammen einen Termin. Ansonsten geht natürlich auch Instagram Privatnachricht. Mir wurde gesagt, ich habe zu schwere Haare. Ja, Christi, du glaubst gar nicht, wie oft wir das hören. Von Kundinnen, die dann bei uns sitzen mit glücklichen Gesichtern und schönen, schönen Locken, die uns sagen, ja, mein Friseur hat das und das gesagt. Ah ja, genau, das ist auch noch interessant zu erwähnen. Unsere Kundin heute hier war im Mai schon bei uns und bekommt heute ihre 2. Spiraldauerwelle. Das heißt, sie war wohl glücklich. Sehr glücklich sogar, sagt sie gerade. Gibt es euch auch in Berlin? Nein, wir sind nur einzig und allein hier in Weilheim. Was kostet Dauerwelle bei langen Haaren? Ja, also wenn die Haare wirklich extrem lang sind, kommt wie gesagt ein Aufschlag dazu von 38 Euro zu den 240. Wie groß sind die größten Wickler? Giovanna, also die größten sind ja, vom Durchmesser so ungefähr. So eine 1-Euro-Münze würde ich jetzt mal schätzen, vielleicht ein bisschen kleiner. Wo ist Ihre Telefonnummer? Einfach in Google eingeben, Jörg Menge Friseure. Dann kommt unsere Telefonnummer. Oder du kannst hier auch mitschreiben, wenn du möchtest. Das ist die 0881 41100. Einen wunderschönen guten Morgen auch an die Antonia. Ich habe Locken, aber ich brauche nur einen Haarschnitt, um Volumen zu bekommen. Ja, ihr Lieben, wir sind ein ganz normales Friseurgeschäft. Wir machen also auch Schneiden, Färben, Strähnen, alles Weitere. Also gerne anrufen und einen Termin ausmachen. Du hast so schöne Zähne. Vielen, vielen Dank. Sehr lieb. Weil oder Weinheim? Wir sind in Weilheim. Weilheim in Oberbayern. Vielleicht sehen wir uns mal. Chrissy, ich würde mich sehr freuen. Das wäre sehr schön. Kommt gerne alle vorbei. Guten Morgen, ihr Lieben. Einen wunderschönen guten Morgen an die Schlagerqueen. Und die Kleinsten, die Allerkleinsten sind, ja gut, die Allerkleinsten sind fast so groß oder so dick wie ein Zahnstocher, aber die reguläre kleinste Größe ist, glaube ich, so ein Durchmesser, so eine Erbse, würde ich jetzt mal sagen. Ich musste meine Haare Schulter kurz schneiden, damit ich eine Dauerwelle bekommen konnte. Schaut euch das an, Leute. Also das ist die reguläre oder die gängige kleinste Größe. Aber das ist nochmal eine ganze Nummer kleiner. Machen wir aber gar nicht so oft. Also von denen, die sieht man nicht oft. Aber das ist so eine der dünnsten, die wir haben. Allein schon im Vergleich. Vielen Dank. Schönen guten Morgen, Christina. Hab echt lange Haare, wie viel würde es kosten, wenn ich bei euch eine Dauerwelle mache? Ja, also wie gesagt, wenn die Haare wirklich extrem lange sind, dann kommt ein Aufschlag von 38 Euro zu den 240 dazu. Das heißt, du bist bei 278 für die Welle. Conny, vielen Dank für das Teamherz. Sehr, sehr lieb. 240 Euro für eine
Dauerwelle viel zu teuer. Hier zahle ich 65. Sabrina. Was soll ich sagen? Unsere Spiraldauerwellen werden zu viert gewickelt. Vier Leute an einem Kopf. Das Ganze dauert mindestens eine Stunde allein schon zu wickeln. Kommt natürlich auf die Haarlänge drauf an. Katrin, vielen, vielen lieben Dank für das Team Herz. Wir haben oft Kundinnen da, die mit so einem Pferdeschwanz kommen, wo wir zu viert wickeln und zwei Stunden brauchen. Der ganze Prozess dauert um die vier Stunden. Und halten tut die Dauerwelle bis zu einem Jahr. Deswegen finde ich 240 Euro gar nicht so viel. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man sich heutzutage die Augenbrauen tätowieren lassen kann und so weiter. Und da gehen die Preise bei 600, 700 Euro los. Diese ganzen Permanent-Make-up-Sachen, wo eine einzige Person das macht. Muss natürlich jeder selber wissen. Wenn du glücklicher bei dir bist, dann ist das ja auch gut. Dafür gibt es ja ganz, ganz viele Friseure und man kann sich selber aussuchen, wo man hin möchte. Good morning, Peter. Auch einen schönen guten Morgen an die Isabel. Die Leni fragt deine Lip-Combo. Leni, Trended Up Lip Liner in der 660 und einfach einen hellrosanen Lipgloss. Dann nehme ich mal den von Essence, mal von Trended Up. Ist ganz egal. Chrissy, vielen, vielen lieben Dank für das Team Herz. Also die 660 von Trended Up ist mein Geheimtipp. Hey, bin auch wieder da, Leonie, hallihallo. Schön, dass du wieder dabei bist. Wie lange hält das circa? Ja, also wie gesagt, die Spiraldauerwelle hält gut bis zu einem Jahr. Wir haben hier auf TikTok eine Playlist, die heißt Perm After Half a Year. Da findet ihr Videos zu Ergebnissen nach 6 Monaten, nach einem Jahr und so weiter. Also kann wirklich sehr, sehr lange halten, wenn man natürlich gut damit umgeht. Und die Christina schreibt, Qualität kostet eben. Ja, da kann ich nur zustimmen. Dauerwelle ist ein Luxus und wenn es einem wichtig ist, setzt man sich eben die Priorität. Jenny, das sehe ich genauso. Da hast du recht. Wo ist euer Friseurladen? Isabel, wir sind in Weilheim in Oberbayern, südlich von München. Ich bin ebenfalls Friseurin und ich finde 240 Euro gerechtfertigt. Hanna, ganz, ganz liebe Grüße an dich, an die Kollegin. Sehr schön, dass du zuschaust. Das freut uns immer ganz besonders, wenn Kolleginnen auch dabei sind. Wie ist das dann, wenn die Dauerwelle rauswächst? Meine Haare wachsen super schnell. Ja, also die Dauerwelle wächst natürlich raus. Eure Haare kommen so nach, wie sie halt eben von Natur aus sind. Leider hat gerade jemand stand vor dem Fenster und hat so reingeguckt. Oh Gott, ist das lustig aus. Was soll ich sagen? Genau, also eure Haare wachsen natürlich ganz normal natürlich raus. Dadurch, dass sich aber die Locken nochmal aushängen. Die Dauerwelle hängt sich ja natürlich mit der Zeit aus und wird größer, weshalb es dann einen weichen Übergang gibt. Ihr habt also nicht so eine harsche Linie plötzlich, wo es dann glatt und dann plötzlich Boom macht. Das ist wirklich, wirklich weich. Und wie gesagt, in der Playlist eben Perm After Half a Year könnt ihr das richtig, richtig gut sehen. Und an der Stelle auch noch vielen, vielen Dank für 2600 Likes. Sehr, sehr lieb. Ja, hier wird jetzt einmal eingepackt. Hier geht's ans Eingemachte. Sagt man das überhaupt so? Keine Ahnung. Nali, sehr, sehr gerne. Dafür bin ich da. Ich bin für jede Frage offen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, bitte stellt sie mir. Gerne. Führt ihr immer nur die Spiraltechnik durch oder auch andere? Nein, wir machen auch die Naturwelle. Bei der wird eben nach natürlicher Haarwuchsrichtung gewickelt. Was benutzt du für deine Lippen? Sieht mega aus. Leonie, das ist von Trended Up, der Lip Liner in der 660. Also von DM, von dieser Eigenmarke Trended Up. 660 und dann einfach einen hellrosanen Lipgloss. Dann nehme ich
verschiedene her. Also mal von Essence, mal von Trinidad, mal von Catrice, ist ganz egal. Ich denke wirklich, viele Leute können die Preise der Friseure nicht ganz nachvollziehen, weil, ich glaube, da kommt noch was, weil sie nicht wissen, was dahinter steckt. Genau so ist es. Absolut. Man muss ja bedenken, ein Friseur hat so viel Verantwortung. Ich denke es mir jedes Mal wieder. Entweder wir machen Menschen monatelang glücklich oder Menschen sind monatelang unglücklich wegen uns. Und ja, das muss man sich einfach mal vor Augen halten. In anderen Berufen, wenn du irgendwas verkackst, sage ich mal, dann ist es vielleicht nicht so schlimm oder man macht es nochmal und so weiter. Aber wir arbeiten an Menschen, an wirklich lebenden, lebendigen Menschen. Deswegen, ja. Warum werden meine Haare nach einem Tag fettig? Dani, vielen Dank für das Teamherz und einen wunderschönen guten Morgen. Larissa, gibt's viele Gründe, kann natürlich einerseits an deinen Produkten liegen, die du verwendest, andererseits kann es auch von innen herauskommen, dass du einfach eine fettigere Kopfhaut hast. Kannst du dich natürlich mit Produkten mal durchversuchen. Ich persönlich finde Zink ganz cool. Es gibt ja diese wirklich Zinkmasken. Solltest du natürlich nicht so oft machen, weil die auch dann wiederum austrocknend wirken kann. Aber könntest du ja vielleicht mal ausprobieren. Sonja, vielen, vielen Dank für die Rose. Darf ich fragen, ob es Veneers, Kronen sind? Kannst du mir einen guten Arzt empfehlen? Meine Liebe, kann ich leider nicht, denn ich habe weder Veneers noch Kronen. Meine Zähne sind echt. Ich wünschte aber, ich hätte Veneers. Aber dazu habe ich das Geld gar nicht. Ganz abgesehen davon. Ich habe gestern ein Video gesehen, wo Haare von schwarz zu braun gefärbt wurden für 560 Euro. Ja, das ist natürlich auf jeden Fall eine Menge. Aber auch da kann es natürlich sein, dass er eine besondere Technik verwendet wurde und so weiter. Das jetzt einfach so zu verurteilen ist immer schwierig. Aber ja, wie gesagt, dafür gibt es ja auch Gott sei Dank ganz, 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 ganz viele Friseure auf dieser Welt in jeder Preisklasse. Und deswegen ist es ja schön, dass man sich aussuchen kann, wo man hingeht, ne? Wieso hält keine Haarfarbe auf meiner Dauerwelle? Lou, das höre ich tatsächlich zum ersten Mal. Wir haben viele, viele Kundinnen, die sich nach der Dauerwelle ihre Farbe wieder ganz normal machen. Habe jetzt aber noch nie gehört, dass es nicht halten würde. Du kannst uns ja gerne mal auf Instagram nochmal schreiben. Dann können wir dort nochmal genauer quatschen. Dazu kommen Materialpreis, Aufwand, Wasser- und Stromkosten und natürlich der Aufwand. Natürlich, Hannah, das ist eben, dass man zahlt für seinen Laden, man zahlt Miete, man zahlt sämtliche Steuern, man zahlt Strom, man zahlt jeden einzelnen Menschen, der hier auch arbeitet. Man zahlt alles. Es ist unglaublich. Man muss ja auch bedenken, das, was der Arbeitnehmer am Ende auf sein Konto bekommt, das Gleiche zahlt ja der Arbeitgeber auch nochmal aus eigener Tasche. Also es ist wirklich, wirklich unfassbar. Und ich denke es mir jedes Mal wieder, wenn ich auch nur im Geringsten mitbekomme, was der Chef sich so alles antun muss und so weiter. Ich bin definitiv noch nicht bereit für meinen eigenen Laden. Aber ja, ist natürlich auf jeden Fall was man immer bedenken sollte als Kunde. Was ist besser, vorher färben oder danach für eine Dauerwelle? Vanessa, ist eigentlich egal, solange du, also wir persönlich, wir empfehlen immer 2 Wochen vorher und 2 Wochen danach Ruhe zu geben. Also 4 Wochen, also 2 Wochen vor, 2 Wochen danach, nicht färben. Danach kannst du auf jeden Fall alles machen, was du möchtest. Solltest du davor färben, kannst du damit rechnen, dass die Dauerwelle ein bisschen Farbe wieder rausnimmt. Muss nicht sein, aber hatten wir schon ab und zu. Ist nicht großartig, aber ja, ein bisschen kann eben sein und dann 2 Wochen danach wieder färben, ist überhaupt kein Problem. Welches Haarshampoo findest du gut? Ja, da kann ich euch gerade mal unsere Shampoos zeigen. Wir haben ja
wie der ein oder andere vielleicht schon weiß, unsere eigenen Produkte. Wir haben einmal ein Shampoo für lockige Haare aus unserer Curls-Serie. Wir haben einmal unser Repair-Shampoo. Das ist mit Arganöl für alle Haare, die vielleicht etwas mehr Pflege brauchen. Alle Haare, die schon ein bisschen was hinter sich haben. Da ist auf jeden Fall das Repair-Shampoo auf jeden Fall sehr gut geeignet. Für alle gefärbten Mädels haben wir auch ein Color-Shampoo. Das hat farbversiegelnde Inhaltsstoffe. Das heißt, ihr habt einfach länger was von eurer Farbe und sie glänzt einfach länger schön. Und dann haben wir auch noch unser Volumen-Shampoo für alle Feinhaar-Mädels unter euch. Haben wir eben das Volumen-Shampoo. Also, ja, sind schon einige Shampoos, die wir da haben. Es kommt auch bald, ich weiß noch nicht genau wann, aber es wird eine Blond-Reihe kommen mit einem Shampoo und einer Pflege. Also da könnt ihr auch schon sehr, sehr gespannt sein. Da würde ich euch empfehlen, folgt uns gerne auf Instagram. Dort posten wir nämlich als allererstes die latesten News, ob es jetzt neue Produkte sind oder ein Terminausfall oder dass irgendwas wieder verfügbar ist, wenn es ausverkauft war. Gerne auf Instagram vorbeischauen. So, jetzt habe ich, glaube ich, ein paar Fragen überlesen. Onkel Tommy, einen wunderschönen guten Morgen. Sonja, vielen, vielen Dank für das Teamherz. Wo ist dein Salon? Sunny, das ist nicht mein Laden, aber wir sind in Weilheim in Oberbayern. Jörg Mengel Friseure. Ist das dein Laden? Nein. Wie alt bist du? Ich bin 25. Lucky Steffi, hallihallo. Ich färbe selbst. Auch das natürlich vollkommen in Ordnung. Meine Haare waren zu lang, Vanessa. Das war eine kleine Lüge. Kann ich dir sagen. Es gibt gerne zu lange Haare. Unser Rekord liegt bei 95 cm. 95 oder 93, irgendwie so. Also, es gibt keinen zu lang. Wie sind die Preise so? Nages, wir haben auf unserer Homepage alle Preise aufgelistet. Dort findest du wirklich jeden einzelnen Preis zu allem, was wir anbieten. Was ist gut bei dünnem, lockigem Haar? An Produkten meinst du? Also bei lockigen Haaren würde ich dir auf jeden Fall unsere Curls-Reihe empfehlen. Sei es jetzt Pflegeprodukte wie unser Shampoo und unsere Zwei-Phasen-Sprühkur. Das ist ja unsere Feuchtigkeitspflege. Unser meistverkauftes Produkt, das wird wirklich immer wieder nachgekauft. Ich persönlich nehme es auch her, obwohl ich gar keine Locken habe. Aber einfach für die Feuchtigkeit. Gerade Locken leben von Feuchtigkeit. Und diese Zwei-Phasen-Sprühkur müsst ihr auch eben nicht mehr ausspülen. Könnt ihr nach dem Haare waschen, wenn ihr das Handtuch wegmacht, einfach in die handtuchtrockenen Haare reinsprühen und müsst ihr eben nicht mehr ausspülen. Deswegen da wirklich sehr, sehr einfach in der Handhabung. Genau, das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Mein Ansatz nimmt kaum Farbe an. Was kann das sein? Und wenn, habe ich das Gefühl, dass die Farbe nach drei... Ja, jetzt kann ich natürlich raten, was danach kommt. Nach drei Tagen am Ansatz weg ist. Sheila, es gibt tatsächlich Haare, die Haarfarbe einfach nicht so gerne annehmen. Ich denke da an meine beste Freundin. Bei der ist das genauso. Aber natürlich kann man verschiedene Sachen nochmal probieren. Mit verschiedenen Oxidanten arbeiten und so weiter. Solltest du einfach wirklich nochmal mit deinem Friseur genau sprechen. Kann man die Dauerwelle blondieren, sprich helle Strähnen machen lassen? Giovanna, überhaupt kein Problem. Funktioniert wunderbar. Machen viele. Meine weibliche Jörg. Onkel Tommy. Die Preise, gehen die nach der Länge? Vanessa, ja, eigentlich schon. Wie gesagt, alle genauen Preise findest du auf der Homepage. Wenn es um die Dauerwelle geht, ist es so, dass die Spiraldauerwelle bei 240 Euro liegt. Und solltet ihr extrem lange oder extrem viele Haare haben, dann kommt eben der Aufpreis von 38 Euro dazu. Kann man bei langem Haar definierte schöne Locken machen? ATEV, auch bei sehr, sehr langen Haaren geht es auf jeden Fall.
haben wir sehr, sehr viel. Auf Instagram findest du ganz, ganz viele Ergebnisse, Vorher-Nachher-Ergebnisse. Und auch hier auf TikTok haben wir viele, viele Videos dazu. Ist überhaupt kein Problem. Kann man die Dauerwelle blondieren? Oh, das habe ich schon gelesen. Schön tippen, Dani, vielen, vielen Dank. Ja, da würden wir uns natürlich freuen. Wer entscheidet, ob ich viele Haare habe? Ja, also wir lassen uns oft Fotos zu schicken auf Instagram, dass wir einfach schon mal so ein grobes Bild haben von dem, was da auf uns zukommt. Aber grundsätzlich ist es so, dass wenn wir die Flüssigkeit auftragen und wir mehr Flaschen benötigen, als wie wir normalerweise immer benutzen, dann sind es auf jeden Fall viele Haare und dann kommt eben auch der Aufschlag dazu. Welche Dauerwelle empfiehlst du? Welche ist das Beste und Schönste? Kann ich gar nicht so einfach gerade raus sagen, denn ich finde die Naturwelle sehr, sehr schön für einfach diesen natürlicheren Look. Die Spiralwelle finde ich aber auch wunderschön für diesen extrem lockigen, spiralförmigen Look. Also ich finde beides wunderschön. Kann man bei mir Locken reinmachen? Also wenn du meinst, wegen der Länge ab 10 cm sind wir auf jeden Fall am Start. Alles, was drunter ist, ist schwierig, um es auf den Wickel zu bekommen. So, ich würde sagen, wir schauen gerade mal wieder zurück. Hier wird jetzt gerade eingewirkt. Ja, ihr Lieben, wenn ihr sonst keine Fragen mehr habt, würde ich tatsächlich das Live auch schon wieder beenden. Conny, vielen, vielen Dank für das Teamarmband. Sehr süß. Wo ist euer Standort? Bei meinem Glück bestimmt zu weit. Wir sind in Weilheim in Oberbayern, südlich von München, ungefähr eine halbe Stunde. Wie heißt ihr bei Insta? Sarah, wir heißen da genauso wie hier Jörg Mengel Friseure. Wie lange wartet man auf einen Termin? Isabel, wir sind gerade, meine ich, bei circa 5 bis 6 Wochen. Sonja, vielen, vielen Dank für das Handherz. Das sah sehr, sehr schön aus. Genau, also ungefähr 5 bis 6 Wochen. Allerdings fällt immer mal wieder ein Termin aus, weil ja, Krankheit oder andere Gründe. Deswegen gerne auf Instagram folgen. Dort posten wir nämlich immer, wenn Termine ausfallen. Genau. Hast du deine Zähne machen lassen? Sieht gut aus. Nein, tatsächlich nicht. Die sind Natur. Danke für deine Antwort. Isabel, sehr, sehr gerne. Dafür bin ich da. Dafür bin ich da. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir das Live jetzt auch schon wieder. Wir kommen später nochmal online, würde ich sagen, beim Ergebnis. Es wird jetzt nichts Spannendes mehr hier passieren. Es wirkt jetzt weiter ein. Danach geht es ans Waschbecken. Ist alles nicht so spannend. Vergesst also nicht aufs Plus zu drücken. Ich weiß nicht, ob Sauer da ist. Links oder rechts, aber ihr seht's, drückt aufs Plus, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn wir später wieder live gehen. Ich freue mich, euch alle später wieder zu sehen. Sonja, vielen Dank für das Teamherz. Sehr, sehr süß. Und ja, ich bedanke mich jetzt schon mal für alle Geschenke, die hier reingeflogen sind, für alle Likes. Sehr, sehr, sehr lieb, wirklich von Herzen. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns später wiedersehen. Und dann würde ich sagen, bis später, ihr Lieben.